möchten Gesundheit in den Betrieben fördern, und zwar wird durch diese sitzende Tätigkeit, die zunimmt, sehen wir auch in der Praxis immer mehr Beschwerden, Rückenbeschwerden, Gewicht wird zugenommen, Nackenschmerzen, und wir möchten gerne den Firmen die Möglichkeit geben, dem entgegenzuwirken durch ein Tool, was die Firma den Mitarbeitern zukommen lässt und somit sie selber individuell die Möglichkeit haben, über Bewegung und Ernährung dies zu verbessern. Unsere Lösung beinhaltet verschiedene Bereiche. Der erste Bereich ist eigentlich ein direkter Gesundheitscheck vor Ort in den Firmen. Ja. Und der zweite ist das, dass jedem Mitarbeiter eine App zur Verfügung gestellt wird, ja, wo er mittels eines Fragebogens oder eigenen Tests, ja, eingestuft werden kann oder sich auch persönlich einstufen kann. Und einerseits mit der Einstufung und andererseits hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, eine persönliche Challenge sich zu setzen. Ja, ein Ziel, was er innerhalb eines Jahres erreichen wird. Ja, die Kooperation mit der Firma ist auf ein Jahr ausgelegt. Ja. Und anschließend kann er dann online auf Kurse zugreifen, auf Personal Coaches zugreifen und auch auf einen Ernährungscoach, der ihn einfach auf dem Weg, um dieses Ziel zu erreichen, innerhalb dieses Jahres begleitet. Es unterscheidet sich von dem, was schon existiert, weil es einfach ein persönliches Coaching wird. Also jemand testet sich, wird getestet und anhand von diesen Tests wird er ja eingestuft. Und man versucht, diese Person ein Jahr lang zu begleiten, das heißt, er macht eine Entwicklung durch und hat immer eine Bezugsperson. Der Impact unserer Idee ist, wir wollen innerhalb eines Jahres ein tieferes Gesundheitsbewusstsein bei den Mitarbeitern und in der gesamten Firma etablieren, über gezielte Bewegung und gesunde Ernährung. Wir haben verschiedene Firmeninhaber kontaktiert und wir haben mit ihnen gesprochen, auch persönlich. Und sie wären sehr interessiert, das zu machen, und wir sind dabei, das zu organisieren. Um zu starten, wir haben das Team eigentlich schon hinter dem ganzen Konzept stehen. Wir brauchen einfach nur noch ein bisschen Zeit. Wir sind schon am Arbeiten und hoffen, nächstes Jahr damit starten zu können.